Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in meiner Küche. Und das Ding ist, ich hatte jetzt vorgehabt, schon am Montag ein Video zu machen. Aber ich hatte so einen kleinen Rückschlag, so einen Rückfall gehabt mit den Halsschmerzen und so. Aber es ging ja noch eigentlich wieder. Aber das ist eigentlich nicht, worüber ich heute reden will, denn heute grillen wir und ich will euch mal was zeigen. Ja, also no product placement, aber ich habe mir richtig lecker was von Rewe geholt. Und zwar, vielleicht kennt ihr die schon, diese Wurstschnecken, wie auch immer man die nennt. Die habe ich mir geholt, weil ich die in der Kindheit sau oft gegessen habe. Und ich liebe die und das ist einfach so eine Kindheitserinnerung. Und ich feiere das einfach übelst. Und dann ist da noch Hackfleisch drin. Da. Und daraus machen wir unsere eigenen Burger. Und jetzt zeige ich euch mal da. Natürlich, die Grill-Equipment ist am Start. Ne? Vegetarisch ist natürlich auch. Und hier Grillkäse und Zwiebeln und das ganze Gute hier. Und dann habe ich hier noch Pommes. Hier sind sie. Curly Fries. Also mega, mega lecker. Ich liebe die auf jeden Fall. Schmeckt meiner Meinung nach viel besser als normale Pommes. Und ja, das Grill-Equipment ist jetzt auf jeden Fall hier. Ist auf jeden Fall am Start. Meine Würstchen, ich sag euch, ich feiere diese. Ich liebe diese sehr, ey. Ich habe mir die jetzt schon seit Jahren nicht mehr gegönnt und deswegen werden die mir heute gegönnt. Und ich muss jetzt noch einiges machen, aber ihr seht es ja gleich im Schnitt. Also, was ich jetzt machen muss, seht ihr in weniger als einer Sekunde, weil ich da halt auch im Schnitt sitzen werde. Und da werde ich halt das fertige Ergebnis gleich präsentieren. Okay, wir sind es gleich. Also das Grillergebnis seht ihr noch nicht. Ich wollte einfach nur mal, dass ihr seht, hier meine selbstgemachten Burger. Hier mit so richtig leckeren Burger-Spices. Und wie gesagt, die hier, die mache ich einfach alle beide, weil das müsste ja eigentlich heute aufgebaut werden. Ich mal so. Aber ja, also wie findet ihr das eigentlich? Ich finde, es sieht richtig lecker aus. Und hier ist auch der vegetarische Patty. So, sieht auch richtig cool aus, also mit Mais und so. Finde ich auch ganz cool. Aber da ich persönlich ja kein Vegetarier bin und mein Vater auch nicht, essen wir einfach das sieht so lecker aus. Ich freue mich schon richtig. Und ja, ihr seht gleich das Grillergebnis. Also, bis gleich. So, das ist das fertige. Richtig lecker. Noch Burger. Normalen Ketchup. Und hier zwei Bratwürstchen und hier noch Pommes. Ich freue mich richtig. Und das werde ich jetzt mal verdrücken. Und damit endet dieses Video auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen, wie das so YouTuber machen, ein bisschen Einblick in das zeigen, was ich so alltäglich mache. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, die Würstchen sind durch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.